Hallo ihr Flöhe, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt auf der Nintendo Switch. Wir sind in einem Turm gefangen, haben den anderen Gefangenen erstmal befreit, um uns zusammen komplett zu befreien. Klingt komisch, ist aber so. Ja, wir sind bereit, um das Verteidigungssystem runterzufahren. Geh voraus. Wir müssen in die Kammer in der Mitte gelangen und versuchen, das Sicherheitssystem zu deaktivieren. Das defensiv-regulatorische Magikon könnte reagieren. Pass auf! Okay, ich pass auf. Das bla 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 Magikon. Ich pass schon auf. Ah, ein Erzimius. Bastard. Nee, davon mag ich nicht benutzen. Du kannst das gerne reinziehen, ich mag das nicht. Meine Güte. Erdgenien untergehen. Monsterklaue. Eine kleine Rune. Pulverisiertes Monstergewebe. Eine Rune, ein Schwert. Nee, ich schreibe gleich. Warte mal kurz. Ich würde gerne noch was leer räumen. Noch ein Buch. Pferdepfeifer. Gottfrieds Hallo? Abhandlung war sehr hilfreich. Es ist vorbei. Wärst du nicht gekommen, würde ich immer noch im Käfig stecken. Das ist nur eine Kleinigkeit. Nimm sie als Zeichen meiner Dankbarkeit. Danke. Danke, aber ich wäre noch glücklicher, wenn du diesen Sturm stillen und den Turm woanders hinbringen könntest. Ist so gut wie erledigt. Und solltest du nach Kovir kommen, besuche mich in Pontvanis. Aburagi Varatern! Halt, was tust du da? Auf diesem Weg. Die Tür! Das ist nur ein kleiner Grund, warum du Portale hast. Wie gut, dass er nicht mein Boot getroffen hat. Weil das einzige Problem ist. Wir wieder plündern gehen. Unser Leben hat einen Sinn. Du bist am Leben und gesund und munter? Ich bin nur klatschnass. Zeigst du mir, wie man fliegt? Ein andermal vielleicht. Was für Wunder! Bumm! Blitz! Der Turm ist verschwunden und du bist vom Himmel gefallen. Und der Sturm? Er war sofort weg.
Habe ich nicht gesagt, dass wir einen Hexer brauchen? Ein Experte ist immer am besten. Und die Arbeit eines Experten muss belohnt werden. Ja, stimme ich voll und ganz zu. Nicht notwendig, der Magier hat im Turm hatten schon bezahlt. Ja, ich wusste, dass die Arnskelliger ehrliche Leute sind. Wenn du wieder hier bist, komm vorbei. Wir werden dich mit offenen Armen empfangen. Danke. Lebt wohl. Warte, Hexer. Hast du meinen Bruder dort drinnen gesehen? Er heißt Horn. Er ist mit dem Droiden und ein paar Jungs reingegangen. Ich habe sonst niemanden im Turm gefunden. Ich habe eure Freunde gefunden. Sie sind alle tot. Ich habe eure Freunde gefunden. Sie waren leider alle tot. Tut mir leid. Ich habe ihm gesagt, dass er nicht gehen soll. Aber er wollte Ruhm. Ach. Lass uns nach Hause gehen, Jarl. Es bringt nichts, hier rumzustehen. Leb wohl, Hexer. Danke nochmal für deine Hilfe. Oh, tut mir voll leid. Der Arme. So, schauen wir, was wir als nächstes machen werden. Verzauberung Anfangskosten. Der Bart, das ist so. Also wenn ihr Geld loswerden wollt, weil ihr zu viel habt, hier. Da könnt ihr das gerne lassen. Wisst ihr was? Wir machen das hier. Habe ich das jetzt ausgewählt oder habe ich das jetzt nicht ausgewählt? Na, ja, jetzt hab's ausgewählt. Entschuldigung, ich muss aber hier vorbei. Hallo. Du bist nicht von hier, wie ich sehe. Was führt dich nach Speaker Oak? Ich habe die Nachricht gelesen. Ich höre, hier gibt es Arbeit für einen Hexer. Ja, meine Schwester nervt schon immer zu damit. Ich habe einen Aushang gemacht, damit sie Ruhe gibt. Ehrlich gesagt hätte ich nicht gedacht, dass sich jemand dafür interessieren würde. Worum geht es denn? Der Verlobte meiner Schwester ist verschwunden. Die Leute sagen, er ist weggelaufen. Meine Schwester sagt, sie habe gesehen, wie er von einem Monster verschleppt wurde. Die Geschichte deiner Schwester, ich habe das Gefühl, du glaubst sie nicht. Du glaubst deiner Schwester wohl nicht? Sie hatten gute und schlechte Zeiten. Nils ist ein notorischer Schürzenjäger und Britta ist nicht der einfachste Mensch. Aber Familie ist mir heilig. Nimmst du dich der Sache an? Gut, ich übernehme den Auftrag. Mal sehen, was ich tun kann. Zuerst will ich mit deiner Schwester reden. Rit und Nils hatten einen Lieblingsort. Die Klippen nördlich des Dorfs. Seit er weg ist, wandert sie da herum. Danke. Ich gehe zu ihr. Da hast du so viel, was da drin steht. Und dann sagt er nur, ja, du glaubst deiner Schwester ja anscheinend ja nicht. Hallo? Plötzlich, jetzt brauche ich dich auch nicht mehr. Hallo? Was kann ich für dich tun, Reisender? Kannst du mir die Haare schneiden? Sie hängen mir in die Augen. Aus dem Gesicht gebunden. Alles klar. Ich hätte gerne meinen Bart getrimmt. Glatt rasiert, danke. Sie hängen mir in den Augen. Wie kämpfst du denn deinen Bart nach oben? So, bis dann. Bis dann. Ist nicht weit. Ich glaube, ich gegenüber zumindest direkt.
Ja, sagst du. Hallo? Ich muss mit dir reden. Lass mich in Ruhe. Du hast gesehen, wie Nils starb? Hast du gesehen, wie Nils starb? Ich sah einen Schatten. Große Flügel wie eine Wolke am Himmel. Dann hörte ich ihn schreien. Etwas packte ihn, riss ihn hoch und flog zu den Höhlen am Strand. Aber er lebte noch. Er schrie meinen Namen. Ich kümmere mich darum. Ich sollte mich in den Höhlen umsehen, die Britt erwähnt hat. Klötze? Jetzt könnte ich brauchen. Beweg dich! Ja. Hallo? Mal Gras hier. So, da lang. Mal gucken, ob er noch am Leben ist. Je nachdem, wie lange das her ist, glaube ich es nicht. Danke. Keine Sorge, Mama, ich kümmere mich auf den Rückweg an euch. Und auf. Aasgestank. Nekrophagen. Ertrunkene könnten Nils unmöglich hochheben. Die haben auch keine Flügel. Ach, Gerald. Sag doch, was die Frau gesagt hat. Sirenenspuren. Sehr große Sirene. So, ein Brief und die Bärenarmbrust. Das ist, glaube ich, die beste Armbrust, die ihr überhaupt bekommen könnt. Und solltet ihr das auf einem anderen, auf einer anderen Plattform spielen, dann und die Bärenrüstung haben und ihr wollt den Erfolg dafür haben, dann müsst ihr die auch machen. Weil die gehört zu diesem Bärenset dazu. Mal sehen wir wenigstens was. Melusine, die verrückte, gefährliche Dame aus der Tiefe. Die ist hier eindeutig verehrt worden. Monsterleber. Monsterzahn. Kommt auch hoch.
So, Monsterhirn, Monsterhaar, Brot, Ziegenfell, Ziegenfell, Alkohol, Monsterzahn. Seltsame Farbe. Das ist keine gewöhnliche Sirene. Auf dem Altar liegen die gleichen Schuppen. Der Melusine-Kult ist nicht aus dem Nichts entstanden. Die Echidna lebt schon eine Weile hier. Hat Winterschlaf gehalten, ist jetzt aber aufgewacht und hat Hunger. Ja, hat, glaube ich, auch, dass die Hunger hat. Schön, dass du es nicht machst. Nicht gut. Geralt. Ja. Monsterohr, ertrunkenen Hirn. Ertrunkenen Hirn? Also ist auf jeden Fall hier lang. Ach, die hat draußen ihr Nest. Sagen, das war er. Nils, das muss er sein. Ein Monster hat ihn aus großer Höhe fallen gelassen. Britt hat nicht gelogen. Mit Hund sieht das viel geiler aus. Hier auch nochmal runter. Nein, ich kann ja auch so platt machen. Und wie geht's euch so? Ein Finger von mir ist beschäftigt, auf jeden Fall. Aufpassen, da ist er aber erwischt. Wenn sie nicht über der Kamera schwebt. Verdammt. Ma, geht doch. Da hat sie ihr Zeug verloren. Wasseressenz. Lamia. Haarlocke. Assassinenhose. Ekimen-Trophäe. Sieht natürlich schön aus, wenn da hinten die Leiche liegt und der da vorne einfach in diesem Zeugs rumstochert. Hier ist das Nest, hier ist noch ein Nest. Und hier ist noch ein Nest.
Ach, stell dich nicht so an, Geralt. Jetzt geht's zur Belohnung. Hallo, Plötze, hast du schon wieder nackig gemacht? Nee, da lang. Ja, schön, wenn du auch weiterläufst, Plötze, ne? Oh, mein Hund rastet wieder aus. Und ich weiß nicht warum. Muss mal kurz gucken hier. Die Nachbarn sind einfach in ihr Haus gegangen. Los. Unverschämtheit. Und es wurde nicht von Leila abgesegnet. Hallo. Meister Hexer. Ich habe die Bestie besiegt. Ich habe eine alte Echidna in einer Höhle am Strand gefunden. Zähes Biest, aber ich habe sie getötet. Dann hat Britt die Wahrheit gesagt. Ein Monster hat Nils geholt. Und ihn umgebracht. Die Leiche liegt in der Höhle. Ich muss sie holen. Hexer, würdest du Britt wohl sagen, was mit ihrem Verlobten passiert ist? Sag du es ihr. Gut, ich sage es ihr. Gut, ich rede mit ihr. Das ist das Mindeste, was sie verdient. Jetzt fühle ich mich wie ein Idiot, meiner eigenen Schwester nicht geglaubt zu haben. Nimm dies. Harte Arbeit muss bezahlt werden. Wiedersehen. So. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Und wenn ihr wissen wollt, wie sie darauf reagiert hat, dann schaltet auch beim nächsten Mal ein. Und lasst ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Eure Florinda. Bye.